Hi, liebe Löwenfans, ihr habt wahrscheinlich Olli Rogge erwartet bei der neuen Folge von Löwenhautnah von unserem Hauptsponsor Admiral Bett. Olli geht's leider nicht so gut, deswegen musste er die Folge heute leider absagen. Ich bin dann schnell eingesprungen. Wir wünschen natürlich alles Gute und gute Besserung. Olli hat sich ein bisschen was am Finger machen lassen und wir hoffen, dass es dir ganz, ganz schnell wieder besser geht. Die heutige Folge, da geht es um Jannik Kohlbacher, unseren Kreisläufer. Und ich darf ihn auf dem Bauernhof seiner Eltern besuchen und werde mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken und schauen, wo Jannik hier überhaupt rumläuft. Entschuldigung, ich suche den Jannik Kohlbacher. Jannik Kohlbacher suche ich. Ah, schöner Spruch, oder? Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Hier, Play of the Match, Heim-WM. Noch im Trikot der HSG Wetzlar. Hey! Grüß dich. Alles gut? Schön, dass du den Weg gefunden hast. Ja, schön ist es hier. Dankeschön erstmal für die Einladung hier im wunderschönen Odenwald. Das ist jetzt das deine Elternhaus praktisch. Du bist ja aufgewachsen. Ja, genau. Wir haben den Bauernhof 2006 gekauft, dann umgebaut. Ja, das Wohnhaus im Prinzip, wo es jetzt steht, war früher einfach nur eine Wiese. Und ja, seitdem bin ich hier eigentlich wöchentlich, wenn es der Zeitplan zulässt. Da warst du 11 Jahre alt? Wenn du richtig gerechnet hast, ja, aber in der Tat, genau. Und hatten aber vorher immer schon, ich glaube, ja, seit ich 2, 3 Jahre alt bin, gehe ich aktiv mit meinem Papa zusammen. Wir hatten früher so eine Kleintierzuchtanlage, wo wir einfach dann Hasen, Hühner und sowas hatten, weil wir die Möglichkeiten zu Hause nicht hatten und haben dann in dem Moment, wo es die Option hier für den Bauernhof gab, das mit Großhand genommen. Sehr, sehr cool. Wollen wir mal eine Runde drehen? Sehr gern. Eieiei. Wird uns die Skandinavier bestimmt freuen. Die Hühner heißen schwedische Blumenhühner. Und ja, das sind so eine Trendhühnerrasse. Einfach aus dieser Mischung super Legeleistung. Mhm. Also ja, von 10 Hennen kann man ja, im Schnitt 7, 8 Eier am Tag dann schon erwarten. Wie viele Tiere habt ihr und wie viele verschiedene Tiere? Gut, das ist immer schwierig zu sagen. Wir haben auf jeden Fall Alpakas, Pferde. Oh. Haben Enten, Hühner, Hasen, Kanarienvögel, Wachteln, Katzen, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Hallo, ich bin der Kevin. K-E-W-I-N-N. Das ist tatsächlich die Mama von den Kleinen. Ach, ist eine Sie? Mhm. Hi! Hi! Die kommen dann später auch wieder raus in den Garten. Gibt es ein Lieblingstier, was du hast? Oder ja, wie ist das Verhältnis zu den Tieren? Ja, ich bin eher der Typ für Federvieh, also Hühner, okay. Enten. Wie oft bist du hier? Wie oft hilfst du hier auf dem Hof? Eigentlich, wenn andere Urlaub haben, beginnt für uns die Hauptsaison, dann ist hauptsächlich Heuernte. Mhm. Und es sind einige ja, Wiesenflächen, die von uns natürlich bearbeitet werden müssen. Und ja, beginnt natürlich dann gerade damit, dass eben die Wiesen gemäht werden. Und dann geht es die 2 bis 3 Mal am Tag das Heu zu wenden, also umzulegen, mit dem Traktor drüber zu fahren. Ich mache es wirklich unglaublich gerne, auch wenn das 3 bis 4 Tage harte Arbeit sind. Aber am Ende hat man wieder, ja, ich sag mal ein Jahr, wo man davon zählen kann und wo die Arbeit dann einfach erledigt ist. Ja, es macht ja auch Spaß. Und wenn man der Familie da helfen kann, das ist so ein Tag, der hilft dann wirklich jeder mit, von Schwager über die Cousine, Papa, Oma, Opa, die sind dann alle damit am Start. Mir gerade schon mal aufgefallen, der Kollege folgt dir fast auf Schritt und Tritt, oder? Ja, die waren 2 Tage alt, als wir sie bekommen haben. Und demnach ist man so ein bisschen Papa dafür. Oh. Und ja, gerade als sie ganz klein waren, sind die wirklich einmal auf Schritt und Tritt hinterhergelaufen. Also man merkt wirklich, dass du so eine relativ spezielle Beziehung hast zu den ganzen Tieren. Ja, es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Also ich mag, ja, gerade so Geflügel unglaublich gerne. Und demnach beschäftigt man sich auch viel damit und ja, die Tiere geben einem sowas auch dann zurück, gerade mit ein bisschen Vertrauen und ist dann auch immer ganz angenehm, wenn man sich irgendwo ins Gras setzt, dann kommen die Tiere zu einem hin. Der wurde von meinem Papa Elvis getauft. Geil. Elvis, hä? Was glaubst du, was hat dir dieses Aufwachsen auf einem Bauernhof mitgegeben fürs Leben? Ja, ich glaube es natürlich dann schon nochmal ein bisschen die Sichtweise einfach
ja, dass man lernt anzupacken, dass man auch lernt, dass man nicht alles geschenkt bekommt und auch ja, die Tiere vertrauen einem, verlassen sich auf einen und ja, man muss sich natürlich immer drum kümmern. Wäre aus dir auch ein gutes Stadtkind geworden oder sagst du, boah, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen? Ich habe 2 Jahre in Heidelberg gewohnt, ist nicht ganz so meins, in der Stadt zu wohnen. Ich bin eher der Typ, der ein bisschen ländlicher wohnen möchte und ich habe den Neckar vor der Haustür, da ist auch ja, viele Enten, Gänse unterwegs und ist einfach ruhiger, dieses Theater in der Stadt. Bin ich, glaube ich, nicht für gemacht. Ist das die Vogelvoliere, die du gebaut hast? Genau. Das Ding da, das große? Ja, klar. Boah, Respekt. Was ist denn das hier überhaupt für ein Kran eigentlich? Ja, wie gesagt, früher war unser Hof ein bisschen anders aufgestellt. Das Wohnhaus, was hier dann zum Teil stehen gelassen wurde, hat sich über die komplette Grenze an der Straße entlang bis nach unten gezogen. Okay. Aber das ist jetzt eigentlich, das hat nur noch Museumszwecke oder nutzt ihr das noch? Nein, jetzt nicht mehr. Früher war der Misthaufen eben hier angelegt und von daher konnte man dann perfekt mit dem Mistgreifer die Hänger beladen, aber das nur noch Deko. Und wann hast du das Ding gebaut hier? Während der Corona-Zeit, also nach unserer ersten Quarantänephase. Das sind jetzt Wellensittiche oder sowas? Kanarienvögel. Ah. Dann haben wir auch Zwergwachteln, da hinten ist auch ein ganz kleines. Seht ihr das? Das ist ist das so eine Babywachtel oder was? Wachtelküken, genau. Ist ja nicht dein Ernst. Wie klein kann man denn sein? Erstmal danke für den Kaffee und die hast du schön extra für mich rausgesucht, die Tasse, ne? Ja, genau. Wollen wir uns mal ein paar Bilder von dir angucken? Ich mag ja das, ne? Was ist denn, weißt du, wie alt du da bist? Puh, gute Frage, vielleicht ja, 4 oder sowas, 5? Auf jeden Fall schon kompakter Körperbau, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Wurde mir, glaube ich, so vom Papa in die Wiege gelegt. War in Brandenburg im Urlaub. Meine Großeltern und auch meine Mama kommen direkt aus der Stadt Brandenburg an der Havel. Und da haben wir meistens Ausflüge gemacht mit dem Boot und sind irgendwo ja, angelandet. Ja, und dann habe ich meistens probiert, mit irgendeinem Netz irgendwelche Fische zu fangen. Lag mir, glaube ich, schon damals so ein bisschen mit in den Genen. Hier ist der übrigens der skeptische Blick, den wir von Janik Kohlbacher ja generell kennen. Hä? Du warst ja mal richtig blond. Guck mal hier. Ja, als kleines Kind war ich wirklich sehr blond und hat sich dann im Laufe der Jahre deutlich abgewandelt. Ja, voll. Aber kenne ich tatsächlich auch jemanden, bei dem das auch so ist, der richtig blond war. Was ich aber mein absolutes Highlight von all diesen Bildern, die hier sind, Platz 2 ist diese Hose. Ich bin ja dafür, dass wir nächstes Mal mit Puma sprechen. Das wäre doch auch eine schöne Spielhose für die Rhein-Neckar-Löwen nächstes Jahr, oder nicht? Ja? Auf gar keinen Fall. Ich meine, wir haben pinke Torhüter-Trikots, da kann man doch auch so eine Hose anziehen. Ja, stimmt. Farblich passt der damals. Also farblich passt es auf jeden Fall schon. Da schlummerte schon ein Rhein-Neckar-Löwe in dir. Aber wollt ihr auch dringend mal sehen, ne? Yannicks erster Trecker, hä? Oh, wie süß. Ich finde das voll schön, dass du uns hier mal dein privates Fotoalbum aufgemacht hast. Apropos Trecker fahren, ich habe da vorne schon einen gesehen. Kannst du den bedienen? Selbstverständlich. Hast du hier auf dem Foto zum Beispiel auch. Ist das derselbe? Da habe ich das damals fahren gelernt, genau, 2004. Und fährt heute noch wie damals. Meine ersten Fahrstunden mit Papa. Supergeil. Das heißt, das kann man dann einfach, braucht man dann extra Führerschein für oder mit Autoführerschein war das dann eh... Ja, ich hab beide Traktorführerscheine, aber den könntest du theoretisch mit dem Autoführerschein auch fahren. Nimmst du mich mit? Sehr gerne. Trecker fahren! Fang! Stroh! Ja, ich fang! Vorsicht! Boah. Hab ich gefangen! Perfekt!
Wer ist das? Beauty. Beauty! Komm mal her. Was macht für dich diese Region hier rund um den Odenwald aus? Ja, ich finde, man ist hier halt immer so ein bisschen weg vom Schuss. Man ist zwar relativ schnell in Mannheim, Weinheim, Heidelberg, aber ja, dennoch hat man hier absolut seine Ruhe. Ich sag mal, sobald man hier hinter der Bergstraße dann im Odenwald angekommen ist, ja, ganz andere, also viel ruhiger, bessere Luft. Also ich will nicht drängeln, ne? Oder irgendwie, aber können wir jetzt zu den Alpakas gehen? Ich möchte Alpakas sehen. Na klar, lieber Kevin. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Alpakas. Waren die noch beim Friseur vorher, oder? Ja, die waren am Montag zum Scheren. Gehört ja auch dann dazu. Das ganz Dunkle, was vorne steht, heißt Garamouche. Das hinten dran, das Dunkelbraune, heißt Amandine. Und das Weiße heißt Golden Girl. Das ist natürlich auch für die neu, wenn hier Begleitung dabei ist. Ist ja dann eher so, dass die ein, zwei Bezugspersonen haben. Mhm. Wo es dann ein bisschen einfacher ist, wenn ich jetzt mit Futter kommen würde, dann würden die auch direkt hier ins Zelt reinlaufen und das Futter fressen, weil das ist ja irgendwie üblich, die Tiere sind immer alle verfressen. Kann ich ja von mir auch nicht anders behaupten. Aber dann müssten die sich mit mir ja eigentlich ganz gut verstehen. Ja, aber guck dir die Figur an für verfressen. Ja, ich habe verstanden. Aber das, wenn wir da jetzt hingehen würden, würden die natürlich weglaufen, weil das eher Fluchttiere sind. Ja, wie gesagt, du kommst auf 2-3 Meter dran. Die müssen jetzt natürlich auch erstmal die Lage sondieren. Die sind total süß, die Viecher. Total entspannte Tiere eigentlich. Ja, wie gesagt, wenn du die jetzt offensiv angehst, dann halten die halt immer diesen Abstand. Ja. Die Alpakas wollen ihre Ruhe haben, sollen sie auch haben. Sind ja auch keine Kuscheltiere. Ganz genau. Wie nennt man das? Fluchttiere? Ja, oder? Flucht und so Distanztiere. Ja, hat man ja eben gesehen, so bis auf 2, 3, 4 Meter. Kommt man dran, manchmal wie gesagt auch ein bisschen näher, aber gerade wenn jetzt wie heute ein paar Leute mehr dabei sind, ist das auch ungewohnt für die. Distanz ist das Stichwort. Gibt ja auch eine kleine Challenge hier bei Löwenhautnah mit unserem Hauptsponsor Admiral Bett und wir haben uns für die Challenge was Besonderes einfallen lassen, beziehungsweise wir ist relativ, du. Was machen wir? Wir sind ja hier auf dem Land, demnach werden wir auch was machen, was mit der Landwirtschaft zu tun hat, ist zwar in dem Fall nicht ganz so effektiv, aber gerade in der Heu- und Strohernte ist eben so, dass wir ja, kleine Ballen machen und die geht es dann im Normalfall mit einer Heugabel auf den Hänger zu werfen. Wir werden das ein bisschen anders praktizieren. Wir werden die Dinge einfach auf maximale Distanz rauswerfen und schauen wir mal, wer von uns beiden da weiterkommt. Ja, bin gespannt, ob ich Chancen habe. So, jetzt ist es soweit. Eine gelbe, eine blaue Kugel. Wir machen eine Challenge. Das ist der Strohballen. Ich habe zweimal Heuballen gesagt, sofort Ärger bekommen. Blau oder gelb? Ja, gerne beides, aber in dem Fall nehme ich blau. So, Regeln sind ganz einfach. Jeder von uns wirft dreimal. Wir werfen abwechselnd und markieren dann an der weitesten Stelle, also die äußerste Stelle quasi, markieren wir mit unserem Ball. Und wer nach jeweils 3 Würfen am weitesten geworfen hat, der gewinnt diese Challenge. Also hier ist die Linie, ja? Also ja, genau, hier unten, da wo der Weg aufhört. Okay. So, und jetzt gucken wir hier. Das war mir schon wieder viel zu weit. Das war ein Unterhandwurf, der war locker. Also Yannick führt nach dem ersten Wurf. Boah. Oh, fies! Ah. So, mein zweiter Wurf. Eieiei. Bist du sicher, dass du da stehen bleiben willst? Nicht nach hinten werfen. Viel zu eine Verbesserung, wobei, eine Verbesserung. Auf jeden Fall verbessert. Ich werfe nicht hoch genug.
Viel zu flache Kurve. Ja, wobei, also das eine Strohhaar, also das guckt schon noch ein bisschen. Muss ich weiterwerfen beim nächsten Mal. Oh, ist Sag. Nicht dein Ernst. Also, ja, du hast halt so eine hohe Kurve, wo du wirst. Also, du hast noch mal vielleicht 20 cm gut gemacht. Mehr wollte ich gar nicht. Ich muss höher werfen. So, ich werde auch angefeuert von den Kirchenglocken. Jetzt eingeschlafen. Ich kriege es nicht hoch genug. Ich kriege es nicht hoch genug. Kriegst keinen hoch. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Jannik Kohlbacher gewinnt völlig verdient diese Challenge. Die erste Challenge, die von einem Spieler gewonnen wurde. Ich bin ja nur Vertretung heute. Olli ist wahrscheinlich sehr enttäuscht von mir, könnte ich mir vorstellen, weil ich habe mir sagen lassen, Olli hat viele Challenges gewonnen. Olli, es tut mir wirklich sehr leid. Stell dich nochmal zu deiner Kugel, bitte. Perfekt. Apropos, du hast doch auch hier in der Nähe angefangen, Handball zu spielen, oder? Genau. Wir fahren jetzt mal zu deiner ersten Handballhalle. Sehr gerne. Janiks erste Handballhalle, Südhessenhalle. Das ist noch eine andere Welt gewesen. Heute sind die Kabinen größer, die Hallen größer. So, dann gehen wir mal rein in den Tempel. Wie bist du denn damals überhaupt zum Handball gekommen? Mein Opa hat Handball gespielt, mein Papa hat Handball gespielt und dann war ich als kleines Kind des Öfteren da dabei. Und dann bist du halt hier einfach angemeldet, weil zum einen in so einem kleinen Dorf gibt es nicht viel mehr. Du hattest ja die Möglichkeit irgendwie zwischen Leichtathletik und Handball. Ja, und dann musste man sich entscheiden. Ich habe eine Zeit lang beides gemacht und das Training hat sich immer über eine halbe Stunde überschnitten. Und dann war halt irgendwann die Wahl Leichtathletik oder Handball. Und ja, wo ich gelandet bin, sieht man ja heute. Also ich kann mich das so gar nicht vorstellen. Was war denn da deine Paradedisziplin? Stabhochsprung oder? Ja, nur die grazilen Sachen. Balancieren. Nee, natürlich alles in Richtung, damals war es noch Ballweitwurf, irgendwann kam Kugelstoßen, Speerwurf, tatsächlich im Sprint haben wir auch mal festgestellt, dass ich gar nicht so langsam bin. Ja, das waren so die Dinge. Ah! Oh. Ah! Wer war so die prägendste Person hier im Verein, im Dorf? Wer, ja, die vielleicht auch so ein bisschen den Weg geebnet hat zu dem, was du heute bist? Ja, Frank Eschwey war so unser Jugendtrainer immer. Mit dem hat das hier angefangen, von den Minis bis dann irgendwann zur, ich glaube, zur D-Jugend. Ja, und dann hat tatsächlich damals von meinem besten Freund der Papa zusammen mit meinem Onkel und meinem Papa hier übernommen. Und wir haben dann, ja, ich habe dann noch ein Jahr C-Jugend Bezirksoberliga hier gespielt und bin dann im Folgejahr aber nach Großwaldstadt. Aber das waren eigentlich so die prägendsten Leute. Gibt es noch andere hier aus dem Verein, die auch den ähnlichen Weg eingeschlagen haben wie du? Oder bist du hier schon so das Profi-Einhorn? Ja, hier im Dorf hast du schon einige, ich sag mal, ehemalige Handballprofis auch. Zum Beispiel Ralf Heckmann, hat damals in Großwaldstadt gespielt, auch Nationalspieler gewesen. Dann Jörg Kunze wohnt auch in wunderschönen Reisen. Also es gibt schon ein paar, die hier dann zum einen aus der Ecke kommen oder auch direkt Reisende sind. Wie lange dauert das ungefähr von hier bis zur SAP-Arena, wenn wir das mal so als Fixpunkt nehmen? Im Auto ja, eine Stunde, 20 Minuten und mit dem Traktor vielleicht 2 Stunden. Aber was bedeutet dir das, dass du das, was du liebst, das, was du machst, auf dem höchsten Niveau auch dort machen kannst, wo deine Heimat ist? Also die Rhein-Neckar Löwen sind ja auch rein geografisch der nächste Bundesligist von hier. Ja, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die die Möglichkeit haben, Bundesliga auch unter dem oder auf dem Niveau direkt vor der Haustür zu spielen. Und ja, für mich ist es natürlich ein Riesenprivileg. Man ist nah bei der Familie, man ist nah bei seinen Freunden, man hat sein ganz normales, gewohntes Umfeld hier. Und ja, wenn ich von mir zu Hause hier zu meinen Eltern fahre, dann fahre ich eine Viertelstunde. Ich glaube, außer vielleicht Uwe hat das fast keiner so gut.
Stimmt, der ist noch ein bisschen näher dran als du. Wir sind ja gerade auch mit dem Trecker mal quer durchs Dorf gefahren und man merkt natürlich schon, die Leute gucken und sehen, dass du das bist und dann ne, überall fleißig. Das heißt, du bist hier natürlich bekannt wie ein bunter Hund. Also hier erkennt dich jeder, hier kennt dich jeder und jeder ist auch ein bisschen stolz darauf, dass der vielleicht berühmteste Sohn des Dorfs, der Gemeinde hier auch oft zu Hause ist. Mit Sicherheit, ja. Also man kennt natürlich jeden, gerade mein Papa ist eigentlich auch sehr gut connected im ganzen Dorf. Und ja, dann ist halt immer der Sohn von Frank mehr oder weniger oder dann ja die letzten Jahre dann auch eben mein Name direkt. Aber ja, gerade in so einem Dorf mit 1800, 1900 Einwohnern ist das ja was ganz Besonderes. Mhm. Oma, Opa sind bei jedem Heimspiel eigentlich genauso wie mein Papa und, und Ina, wenn sie es beruflich schaffen. Also eigentlich immer vor Ort. Und ja, mein Opa hat mich ja damals schon, als der Wechsel von hier nach Großwaldstadt klar war, ja, die Woche am Anfang 2-3 Mal gefahren, dann irgendwann 3-4 Mal gefahren und ja, einfach weil es für meine Eltern beruflich nicht möglich gewesen wäre, mich so oft zu fahren. Und er war damals zum Glück dann Frührentner und dann kam eins zum anderen. Größter Fan oder auch mal größter Kritiker? Ja, sowohl als auch. Das heißt, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, dann gibt's auch mal... Ja, da gibt's von Opa, ja, meistens kommt dann eine WhatsApp erst vorm Spiel, viel Glück, und nach dem Spiel dann auch eine, wo er dann sagt, keine Ahnung, gut gekämpft weiter oder halt gut gespielt, Glückwunsch, sowas. Und von meinem Papa kriege ich dann halt natürlich einen auf den Deckel. Das gehört dann auch mit dazu. Ist wenn auch deren gutes Recht. Wenn es eine Handballfamilie ist. Ja. Yannick, wir sind sehr, sehr dankbar, dass du uns mitgenommen hast für diese Löwenhaut-Nachfolge. Unfassbar, was wir alles heute in dieser kurzen Zeit kennenlernen durften. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war Löwenhaut-Nah, präsentiert von unserem Hauptsponsor Admiral Bett. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Mach's gut. Jetzt muss er nämlich zum Training.